aber so widerlich. Wah. Wah. Schwarz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich wieder mit meinem Freund, denn wir... Ja. wir haben wieder eine Challenge für euch. Ich konnte gerade nicht reden. Geht's? Ja. Und zwar haben wir... waren nicht in Amerika, aber wir haben amerikanische Süßigkeiten bestellt. Ist deutlich günstiger, als rüber zu fliegen und sich die selbst zu kaufen. Achso, die zu bestellen, als rüber zu fliegen und zu kaufen? Ja. Aha! Okay. Das hat jetzt gedauert. Aber es war trotzdem ganz schön teuer. Ja. Das ist, also sind teilweise echt kleine Packungen, die haben dann schon so 2 Euro gekostet oder mehr. Und wir haben ganz schön viel bezahlt, aber ist egal, wir freuen uns so drauf. Ja. Voll Lust darauf. Der steht schon seit 2 Tagen oder so bei mir zu Hause und ich wollte die ganze Zeit schon überlegen, ob ich irgendwas davon esse, aber nein. Erst heute. Und wir haben es jetzt so ein bisschen aufgeteilt, die Sachen, damit es auch gerecht ist, damit in jedem Video auch was drankommt, also in seinem Video. Wir machen 2 Videos daraus, dazu nochmal zu sagen. Das wollte ich gerade sagen, aber okay. Ja, hast du jetzt in dem Sinne schon gesagt, deswegen wollte ich. Ja, genau. Auf seinem Kanal gibt es dann den nächsten Teil und den verlinke ich in der Infobox, dann schaut da vorbei und abonniert auch seinen Kanal. Und genau, bei mir gibt es dann jetzt, wie viele Süßigkeiten sind das überhaupt? 15, 16 Stück oder so. 16 verschiedene Sachen. Ich weiß nur die Hälfte der ganzen Bestellung. Ich glaube 15 Süßigkeiten sind das und ein Getränk. Ich zeig noch nicht welches. Das kommt ungefähr hin, ja. Habt halt jeder von uns dann, glaube ich. Deswegen. Also ganz schön viel. Deswegen fangen wir jetzt am besten an. Genau. Und du zieh einfach mal blind. Wir haben hier einen Sack und du ziehst da jetzt raus. Ich zieh mal was raus. Was haben wir denn? Was ist das denn jetzt? Oh. Airheads. Pink Lemonade. Okay, jetzt. Fang du mal an. Ich? Du hast das so. Ist ja, oh. Ach du meine Güte. Warte. Das ist so ein richtiges Gummi. So ein bisschen was erinnert mich Frit? Ja, genau, Frit. So erinnert mich. Aber sieht künstlich aus. Also Frit ist auch tierisch künstlich. Stinkt nach Klo. So ein bisschen. Warte. So, irgendwas erinnert mich das. Das ist irgendwas anderes, ja, ne? Ich weiß nicht mehr was. Oh, so irgendwas, das so prickelt, weißt du? Was ist denn das? Ich weiß es nicht mehr. Brausetabletten. Pets, oder? Das vielleicht oh. Auch, aber auch diese Tabletten, die du in Wasser auflöst für, ja. Gegen Husten. Da gibt es welche, ja, die schmecken ja, so. Ja, ja, okay. Ich weiß mal. Ja, mach mal. Schmeckt auch so. Frit, ne? Ein bisschen, nur aggressiver. Und, aber der Geschmack ganz schnell weg, ne? Mm. Aber mit Frit lagen wir schon sehr nah dran, würde ich sagen. So ein bisschen säuerlich jetzt am Ende? Ja, ist auch Lemonade, ne? Sweet Lemonade. Nein, das jetzt bitte nicht. Ja, aber ganz gut eigentlich. Also kann man machen, aber es ist nicht so. Schmeckt ein bisschen wie Frit. Ja. Sehr ähnlich. Mhm. Ja, kann man essen. Kann man, genau. Ist nicht eklig oder sowas. Ist schon gut. Ich bin auch gar nicht fertig. Mach schneller! Ich zieh schon mal. Oh, Henry! Oh, Henry. Ups. Von Nestle. Hier steht... 2 Peanut Tea Caramel Fudge Bars in Milk Chocolate. Und sie wie alles mit Erdnuss übrigens. In Amerika sind so gut wie alle Riegel irgendwie mit Erdnüsse. Entweder hat der Süßkram Erdnüsse drin oder irgendwo weiße Creme. Ja, genau. Eins von beiden auf jeden Fall. Riecht wie Snickers. Ja, es war auch fast so. Ja, ja. Jetzt wirst du zuerst. Ach, jetzt bin ich dran, okay. Ja, fütterst du mich jetzt oder was? Du kannst es auch einfach rausnehmen, da sind 2 Stück. Ach, das sind 2. Das ist ein bisschen viel, sind aber gut. Hm. Ja. Snickers. Mhm. Sieht auch von innen so aus. Bisschen wie Snickers. Den Rest erstmal weg, ey. Wir haben noch genug zu essen, deswegen wollte ich jetzt nicht hier aufessen. Wir haben auch genug Platz auf meinem Schreibtisch, dass wir das alles noch loswerden gleich. Die angebrochenen Packungen. Mhm. Ah! Ja, ja. Hershey's Nuggets in extra creamy milk chocolate with toffee and almonds. Also Mandel und Toffee. Mhm.
Das ist eine große Packung. Das ist mal eine große Packung. Die war auch teuer. Die ich auch nicht aufkriege, offensichtlich. Wie teuer war die? Ich glaube 5 Euro oder irgendwas, ne? Ich habe vorsichtshalber nicht so auf die Preise geschaut. Ja. Die sind so einzeln verpackt, so ein bisschen wie auch so deutsche Pralinen irgendwie sowas. Also in der Art. Mir klebt ja da noch was an den Zähnen. Lecker. Ja, lecker. Unglaublich. Besonders für die Zuschauer. Das ist ein Karamell. Hm? Also ein bisschen nach Karamell. Langsam. Dime. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist wie Dime. Nur ist da nicht ein so ein hartes Stück drin, ein so ein großes, sondern das ist in viele kleine Krümel aufgeteilt worden. Also ist nicht so hart halt. Ja, deswegen ja. Das gefällt mir. Gut. Die finde ich gut. Ich bin nicht so schnell. Ich auch nicht. Ach so. Ich bin noch selber. Ich bin dran. Ach stimmt, ich habe gezogen. Entschuldigung. Ach, so viel Schokolade. Na. Ah, M&M's Crunchy Salty Sweet Pretzel. 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 Ich finde es interessant, Brezel wird in den USA mehr als was Deutsches betrachtet. Aber in den USA und England, da gibt es alles Mögliche mit Brezeln drin. Ja. So Süßkram und sonst was, das gibt es in Deutschland gar nicht. 150 Calorie per Serving. Das glaube ich. Süß. Das ist eine niedliche Packung. Aber M&M's, die schmecken bestimmt gut. Ja. Da gab es auch M&M's mit Peanut Butter und sowas. Also ist alles mit Peanut Butter. Ja? Ja. Ach du meine, ja, wir haben genug mit Peanut. Ja, deswegen. Na, kommt noch was raus? Ja. Oh, die sind voll groß. Okay. Komm mal los. Okay. Dass das so salzig rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Ich finde das gar nicht salzig. Ich finde das einfach nur komisch. Das ist das Salzige mit dem Süßen. Das passt nicht wirklich zusammen. Ich sehe, Crunchy Salty Sweet. Habe ich gerade vorgelesen. Hast du? Crunchy Salty Sweet Pretzel. Ah, jetzt weiß ich's. Na, nee, nicht so ganz meins. Merkwürdige Mischung. Oh, jetzt kommt das Salzige raus. Ah. Ich bin dran, ja. Oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Oh. Zeig doch. Was ist das hier? Slush Puppy Squeeze Candy Watermelon? Watermelon, oh mein Gott. Das so rausquetschen so. Das wird so widerlich sein. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, erstmal müssen wir das aufmachen. Ja. Ging ja noch. So ein Squeeze da. Muss ich das jetzt so direkt? Ich glaube ja. Ach. Oh. Es klebt dir dran. Oh. Das ist sauer. Ja, erst mega süß und dann tierisch sauer. Scheiße. Ja, ne? Das kribbelt hier. Ja, genau. Das dachte ich mir auch gerade. Da steht gar nicht, dass das sauer ist. Nee. Ernsthaft. Frechheit. Ich dachte, die mega süße Paste oder so, die nach nichts schmeckt eigentlich. Und dann kommt da diese saure. Oh. Aber das ist die falsche. Der falsche Tüte. Aber so, wenn das so Candy-Sachen wäre, wäre es eigentlich mal schlecht, ne? Also. Oh. Aber es ist halt echt sauer, ne? Ja. Vor allem unerwartet. Oh oh! Oh. Ja. Hot Tamale, Hot Hot Tamale. Da hast du den ganzen Tag drauf gewartet, ne? Ja! Und ich glaube, die sind scharf. Es sind Fierce Cinnamon Flavored Chewy Candies. Okay, ich bin bereit. Ist aber. Lecker! Müssen auch alle wissen. Toll. Ja. Jetzt soll ich.
Mach mal. Was ist, hast du schon? Alter. Ja, aber es geht nicht. Oh. Das ist so eine blöde Packung, weißt du, wo man so zieht, aber ah, ja, ja, nicht ganz auf. Es reicht. Mhm. Ein oder? Ein. Oh mein Gott, es riecht. Oh, oh mein Gott. Sie sehen voll gefährlich aus. So ein bisschen wie Pillen. So ein bisschen eher wie Pillen oder auch wie Jelly Beans halt, ne? Nur so ein bisschen größer. Ja, stimmt. Und sind ein bisschen weich. Okay. Okay. Ich hab Angst. Ich auch. Los. Oh, das klebt so voll an den Zähnen. Mhm. Mhm. Ich merke wie Big Red. Jetzt kommt's langsam. Mhm. Ich merke wie Big Red. Dieses Kaugummi, kennt ihr das? Nur scharf. Ja? Oh, der Sugar. Schmeckt vor allem merkwürdig. Ich schmeckt wie Big Red. Kannst du das Kaugummi? Er hat es früher immer voll aufgegessen. Ich kann das gar nicht einordnen. Okay, da habe ich jetzt Schlimmeres erwartet. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Wie wir immer so schön sagen, alles ist besser mit Käse. Darum Combos Baked Snacks Cheddar Cheese. Obwohl ich da noch nicht so von überzeugt bin. Ja, Cracker, ja. Und ich dann auch nicht mehr 100% irgendwie Käse oder so. Made with real cheese. Das heißt aber in den USA noch nichts. Wieso? Was soll das denn sonst sein? Keine Ahnung, dieser Sprühkäse. Ah. Eklig. Ich weiß nicht, ob real cheese in den USA auch den Sprühkäse umfasst. Von daher bin ich vorsichtig. Geht's, geht's, geht's? Ja. Okay, ja, riecht nach Käse erstmal. Ah, das ist so, warte. Mit so, gefüllt. So. Genau, so. Ja, ja, hier steht ja auch drauf Flavored Filling. Da ist bestimmt dieses Brühkäse dran. Das sieht da stark nach aus. Dann okay. Los. Na gut. Ja. Und das Äußere schmeckt so, das erinnert mich auch an irgendwas. Ja, Cracker halt. Mit ja. Käse. Ist gar nicht mal schlecht eigentlich. Mhm. Von daher, meinetwegen, in Ordnung. Obwohl man den Käse gar nicht so doll schmeckt, ich finde die Cracker schmecken viel doller. Aber das, die Cracker an sich wären zu trocken. Ja. Also das ist nicht schlecht eigentlich. Ja, kann man mal machen. Kombos, was ist überhaupt, ey. Du bist dran, ne? Ja. Was ist das? Ah. Milky Way, Simply Caramel Bar. Wir vermuten ja sowas wie Mars dahinter. Ja, also eigentlich ist es anders als das Milky Way hier, weil da halt noch Karamell drin ist. Bei Milky Way hier ist ja kein Karamell drin. Sondern eigentlich nur bei Mars. Und dann halt diese Creme. Genau. Füllung. Ja. Okay. Aber richtig viel Karamell. Nur Karamell. Ja, ich kann nicht essen. Da steht auch drauf, Simply Caramel. Also einfach Karamell. Oh Gott. Klebt. Also, da ist wirklich nur so Karamell drin. Voll die Klärerei, aber schmeckt gut. Aber ja. Ja, auf so viel Karamell stehe ich nicht unbedingt. Mars ist besser, ne? Ja. Ich mag auch Mars nicht. Snickers. Snickers ist besser, ja. Twix. Aber Snickers hat ja auch noch die Erdnüsse drin. Ich finde sowieso am besten Twix. Das finde ich eigentlich am besten. Snickers, Twix, Mars. KitKat. Ja, KitKat ist auch geil. Ach, du bist dran. Ich bin dran, stimmt. Zum Art, meine Güte. Ja, das hatten wir eigentlich nicht bestellt. Das wurde für was anderes mitgeschickt. Aber es hört sich interessant an. Cinnamon Toast. Warte. Cinnamon Toast Crunch Treats, ja. XL. Treat Bar Cinnamon, naturally flavored. Ist XL oder X? Ja, XL. XXL? Nee, XL, Tatsache. Ich dachte, das wäre noch ein zweites. Aber gut. Das ist richtig hart, aber wenn man da drauf drückt, man kann das nicht. Ja, ich bin gespannt, was das ist. Ach du meine Güte. Das ist wie so ein Frühstücksriegel, oder? Ja, das sieht aus wie so ein Frühstücksriegel. Also. So ein Flocken, denkst du, genau. Ja. Okay, dann. Aber sowas ähnliches hattest du auch bestellt, aber das war mit Marshmallow und nicht mit Cinnamon oder so. Das kann angehen, ich weiß es nicht mehr. Ein Marshmallow und Schokolade. Ich hab's nach einer Bestellung gleich wieder vergessen, was ich bestellt hatte. Ja, dann beiß rein. Hau rein! Da schmeckt den Zimt.
Riecht ihn schon. Ja, so ein bisschen wie so eine Zimtschnecke, ne? Ja, ja. Schmeckt nicht schlecht in dem Sinne, aber Zimt ist nicht so mein Fall. Naturally flavored. Na, ja, es gibt Schlimmeres. Kann man essen, es ist jetzt nicht so. Und wie gesagt, ich mag Zimt eigentlich sowieso nicht so. Und von daher. Ich mag Zimt. Schön für dich. Ist okay. Ja! Oh. Okay, mal gucken. Bin ja mal gespannt. Cry Baby Tears, extra sour candy. Aber yeah. Cry Baby Tears. Hier hinten steht auch nochmal drauf, wo das herkommt. Das ist aus Alabama. Aus dem Staat Alabama. Da sind dann noch so ein paar Fakten drauf. Hier steht sogar: Starts fell on Cry Baby Alabama. Was? Da. Starts fell on Cry Baby. Stars fell on Cry Baby Alabama. Aha. Ja, weißt du, wo man es aufmacht? Ja, einfach so. Ich dachte nur, vielleicht gibt es was zum. Ah, da, klar. Siehst du. Hast du was gesehen? Nein. Ich habe mir die Packung noch nicht ansehen können. Ah. Es sind verschiedene Flavors. Ja? Ja, hier. Ich will aber jetzt nicht alle ausprobieren. Lemon, Cherry, Grape, Orange und Watermelon. Wollen wir beide dieselbe Farbe nehmen? Lass uns einfach jeder zwei oder so. Zwei? Ja. Was habe ich denn jetzt hier erwischt? Ist das bestimmt Watermelon und. Nein, es ist. Ja, Watermelon oder Cherry? Und Cherry, würde ich mal vermuten. Und ich habe Grape wahrscheinlich. Ich würde auch vermuten Grape. Und Lemon. Oder das ist Watermelon und ich habe hier Cherry. Orange. Das ist Orange. Ja, das ist Orange und das andere ist vielleicht Cherry. Das ist bestimmt Cherry. Du hast Watermelon und Lemon. Das heißt, wir haben keinen Grape. Willst du die beiden auf einmal? Nacheinander. Okay. Muss man die lutschen? Ja, ja, ich glaube. Ja. Sind übrigens so geformt. Die Tränen. Schmeckst du irgendwas außer sauer? Ich hab Watermelone. Ich schmeck nichts. Was hast du gerade genommen? Den Orangen. Das Orange, ja. So ganz bisschen. Es ist voll sauer. Ja, es ist voll sauer, das stimmt, aber sonst ist es nichts. Ich schmeck so ein bisschen Wassermelone. Das dauert mir zu lang. Oh! Probier ich nochmal den anderen, den Cherry. Den hat man auch gegessen. Hast du einen zerkaut oder was? Ich hab so drauf. Oh! Muss ich nicht haben. Ah, jetzt schmeckt ich auch ein bisschen was bei dem Cherry. Erst Zitrone habe ich. Ja. Ich mag keine Zitrone. Ganz am Anfang war was. Von Hochkirsche und jetzt war es das. Ich hab noch Wassermelone. Nee. Also die sind nichts für mich. Beiß da einfach drauf, vielleicht schmeckst du es dann. Ja, das hab ich auch. Erinnert mich von der Konsistenz her an Pez. Das wird dann halt so ein bisschen brauseartig, ne? Mhm. Nö. Gar nichts. Also, da muss ich auch mal nachspülen. Squeeze Candy waren das auch, oder? Ja. Diese dämliche Paste. Ich? Ja. Okay. Ich vergesse es immer. Was haben wir denn hier? Den Lehrer Bar. Lehrer Bar. Die Original Fruit and Nut Food Bar. Chocolate Chip Brownie. Was denn jetzt? Chocolate Chip Brownie mit Frucht. Das ist so wahrscheinlich einfach nur zu der Marke gehört. Das hier und das ist der Flavor. Ja, also der Flavor. Der Flavor. Die Flamme, das sind dunkel. Okay. Nuss und Frucht sind da aber auch drin. Oh mein Gott. Das sieht so richtig. Das sieht aus wie. Wow, 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 wow. Ja, so mit halb verdauten Nussstückchen oder so drin, ne? Sorry. Zum Mais. Willst du? Ja, genau. So sieht das aus. Boah, das riecht doch. Boah, die riecht richtig nach Brownie. Das, oh, ja, richtig, das riecht wie so ein gesunder Brownie. Richtig aggressiv nach Schokolade. Okay. Ja, ein kleines Stück. Mhm. Nee. Mm-mm. Nein. Ich mag diese Sachen nicht wie so ein. Bäh. Schoko, Frucht und Nuss, das passt nicht zusammen für mich. Niemals. Und es gibt auch diese Riegel, die Schokoriegel hier im Ballisto. Die kann ich auch nicht haben. Widerlich. Die gehen dann auch, aber die. Ja, das ist noch viel schlimmer. Oh,
Mhm. Das schmeckt so richtig gesund. So eklig. Wie gesund? Nein, das schmeckt so richtig eklig gesund. Halt, ich weiß, du? Ich weiß. Ja, so, wenn, so will man noch keine Süßigkeiten haben. Das schmeckt scheiße. Wegen dem Fruchtanteil. Das ist... Und alles in so einer Masse zusammen, in einen Mixer geschmissen, in eine Masse gepresst, in eine Riegelform und ja. Verpackt. So ungefähr. Bah. 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 Dum, 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 dum. Halt die Kappe. Ah. Oh. Und das ist ein bisschen abgegrabbelt, das war naja. Ja. Von Hostess, wie heißen die eigentlich? Twinkies. Twinkies, genau. Und ich habe jetzt hier den... Mit Schokocreme. Mit Schokocreme. Und bei dir haben wir den mit normaler Creme. Mhm. Ich habe den Klassiker. Wobei ich noch nicht davon überzeugt bin, dass wir das mögen. Das bestimmt wie Kuchen einfach so. Kuchen! Es sieht so, kennst du noch von früher diese komischen, fertigen, ganz normalen Muffins, die man kaufen konnte? Ja, ja. So stelle ich mir das auch ein bisschen vor. Nur schlechter, wahrscheinlich. Oh, ich das mal. Ah ja, ja. Soll ich? Mhm. Was ist da drin im Teig? Ist das noch gut? Okay, nach dem ersten Schreck ist es gar nicht mal schlecht. Nur nicht so trocken, wie ich erwartet hätte. Schmeckt aber nicht gut, finde ich. Dann schmeckt die Schokocreme auch gar nicht. Schmeckt halt so voll nach Verpackung auch, habe ich das Gefühl. Ja. Zum Glück haben wir das. Wir wollten erst die große Packung kaufen, aber die hätte. Was hat die gekostet? 12 Euro oder so? Voll teuer. Nee, eins, wir haben die einzelne gekauft. Ein einzelnes. Da darf man in der EU bestimmt gar nicht so verkaufen, eigentlich. Weil da gar nichts draufsteht auf der Packung. Gar nichts. Keine Inhaltsstoffe, keine Zutaten. Er weiß, was die uns davon gekauft haben. Ah, man weiß es nicht. Ich bin. Mhm. Ich vermeide mal die große Packung, ne? Die kommt dann ganz am Ende am besten. Okay. Wir haben jetzt Mary Jane. Mary Jane, Peanut Butter. Ich habe Molasse. Ach, was war Molasse noch? Ist, wir haben es nicht rausgefunden, was das doch, ist. Doch, ich habe es noch nicht nachgeschaut, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Aber als du es nachgeschaut hast, als ich da war, da hast du das nicht rausgefunden. Ja, Melasse ist dann die deutsche Version davon. Und ich habe auch geguckt, was das ist, aber ich weiß es nicht mehr. Kriegst du nicht. Vielleicht sehen wir es ja gleich. Wahrscheinlich wissen wir es trotzdem nicht. Oh, das sieht komisch aus, oder? Das sind so kleine Stückchen. Achso, das sind Stücke. Okay, sind das auch so einzeln verpackt? Man denkt, das wäre so ein... Oh Gott, ist das fest. Wow, 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 wow. Ja. Mary Jane. Kriegt das auch auf? Ja. Wow, das klebt richtig zu hier. Ja? Ja? Kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ist das so wie Toffee sieht das aus. Oh mein Gott. So, ja. So. Oh ja. Es riecht richtig nach. Das riecht einfach nur wie Peanut. Was ist oh. Das ist einfach pure Peanut Butter, also Erdnussbutter. Mit der Melasse wahrscheinlich als das, was das Ganze zusammenhält. Und das war's. Ja, dann los. Ich nehme nicht das ganze Stück in den Mund. Ja. Oh Gott. Oh Scheiße. Ich hab's nicht abgekriegt. Ich gebe meinen Zähnen. Oh Gott. Oh. Das krieg ich nicht wieder von meinen Zähnen ab. Ich lutsch das Ding gerade nur, ich kau das nicht, weil das krieg ich nie wieder von den Zähnen ab. Mmh. Ne. Ne. Oh Gott. Ja, den kacken wir gleich dazu. Oh einfach. Gott, was ne. Ist das? Schmeckt voll kacke. Ja. Oh. Ja. Wir haben jetzt hier noch zwei Sachen drin und die müssen wir beide vorbereiten. Ja? Mhm. Ist hier noch was? Achso, das haben wir noch, ja. Genau, wir haben hier einmal Kool-Aid Grape Soda. Mhm. So was zum Anmischen, so ein bisschen wie auch Heubause. Ich weiß nicht, ob man das einfach mischt. Das ist ohne, ich glaube, das ist glaub ja. Ich ohne Kohlensäure. Das ist nicht die Pause. One Cup Sugar oder One Cup. Das können wir sonst gleich eben drüben gucken. Ja, genau. Also das haben wir auf jeden Fall. Und dann haben wir, stell dir das mal vor. Pop-Tarts Chocolatey Caramel. Geil! Naturally and artificially flavored. Ja! Ja. Und das toasten wir gleich, weil getoastet ist es so geil. Mhm. Wir hatten in unserem British Candy Challenge, obwohl das ja eigentlich amerikanisch ist, Pop-Tarts, hatten wir die auch dabei. Also wir hatten keinen Toaster im Hotelzimmer. Natürlich nicht. Und zu Hause waren die aber echt geil dann, ne? So getoastet. Deswegen werden wir die jetzt gleich toasten, das vorbereiten und dann kommen wir wieder. Genau. Wir hatten gerade einen kleinen Schock, als wir das angerührt haben. Aber egal, wir essen jetzt erstmal hier den Pop-Tart. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, Schokokaramell.
Chocolatey. Chocolatey Caramel. Chocolatey Caramel. Wird noch ein bisschen wärmer sein können. Mhm. Nächstes Mal machen wir ihn zweimal rein. Hm? Ja. Nächstes Mal zweimal. Das ist aber auch schon nicht schlecht. Mhm. Oh, das muss uns umbringen. Also, Kool-Aid Cherry. Nachdem wir dann endlich herausgefunden haben, was... Grape. Oder Grape. Entschuldigung, Grape. Ja. Nachdem wir dann herausgefunden haben, was 8 Unzen in Milliliter sind. Unzen, Ounce. Und nachdem wir dann geschätzt haben, wie viel Zucker da reinkommen soll, weil es da nicht richtig draufsteht, hoffen wir mal, dass es irgendwie schmeckt. Soll ich? Ich habe Angst. Es ist einfach komplett fast schwarz. Oh, ich rieche so sie. Es riecht einfach so eine Chlorhacke. Ja, du. Oh! Du bist rot. Oh Gott. Nee. Alles stinkt. Wieso? Los, oh. Trink. Ich hab Angst. Oh Gott. Ja. Einfach künstlich. Ich kipp das jetzt mal eben weg. Oh. Ja, aber so widerlich. Uah. Uah. Schwarz. Ja. Wir haben jetzt noch ein Getränk in rosa Dose. Und zwar haben wir, habe ich mir ausgesucht, Root Beer. Du hast es dir ausgesucht, dann wollte ich das auch haben. Hast du mir gesagt, du hast es schon, dann habe ich mir was anderes ausgesucht. Ja, genau. Wir wollten beide Root Beer arbeiten. Ja. Gibt's ja, glaube ich, so auch gar nicht hier. Ne? Ich habe noch nie Root Beer hier gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so Grape Soda und so schon hier gesehen. Ich weiß nicht mal, was Root Beer ist. Wir wissen es wirklich nicht, was das ist. Also ich bin, wir haben es auch nicht nachgeschlagen. Also. Ich bin gespannt. Nachher denken wir wahrscheinlich, es ist sowas wie bei Dr. Pepper. Das ist Cola, aber es ist doch was ganz anderes. Nee, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Gar keine Vorstellung. Weil früher dachte ich mal, Root Beer, ah, das ist Malzbier. Nee. Der nächste Schock. Das stinkt! Riech da mal dran! Das riecht. Oh, ey! Das stinkt, wie kann man das trinken? Was haben die da für Trinken? Was ist das denn? Was macht das? Was macht das? Na gut, das ist wahrscheinlich eh nur künstlich, von daher. Oh. Scheiße, ihr Angst. Fang an. Ich hab kein Wasser mehr. Ich muss auch zum Nachtrinken haben. Okay. Oh mein Gott. Oh, es schmeckt so, wie es riecht. Sehr ermutigend, danke. Mein Gott, das ist so eklig. Nein, nicht mit Nase. Komm, mach die Nase frei. Ja klar, mach nochmal. Das erinnert mich an was. Oh. Eigentlich auch, aber... Irgendeine Medizin? Oh, das ist eklig. Oh. Warum, wer trinkt sowas denn freiwillig? Das ist, irgendeine Medizin schmeckt genauso. Ich kenne was, das ist wirklich... Es ist wirklich so, von wegen, das kennt man, aber das ist, glaube ich, also nicht gute Erinnerung. Nein, definitiv nicht. Okay, das wird auch weggekippt. Oh Mann, ich dachte, das wäre gut. Naja. Am Anfang dachte ich, okay, nachher ist das voll langweilig, weil da sind ja nur gute Sachen mit dabei. Hm. Ne, wir haben ein paar lustige Sachen dabei gehabt. Oh, das ist... Die Amerikaner, ich weiß echt nicht, was machen die, ey? Ja gut, die wachsen mit sowas auf und dann mögen sie das irgendwie. Als Kind magst du alles, was irgendwie süß ist oder sonst was. Schmeckt einfach nur eklig, und dann wirst du dran gewöhnt und dann findest du es später immer noch gut. Bäh. Die finden die Sachen, die wir hier haben und mit denen dann wir auch... Dann ist ja Dr. Pepper ja schon besser als das. Ja, das stimmt. Bäh. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Stimmt, das war die erste Hälfte. Ja, jetzt kommt noch die zweite Hälfte. Mal gucken, was da so für Überraschungen auf uns zukommen. Genau, jetzt erstmal ganz kurz sacken lassen. Und dann geht's weiter. Genau. Der Link ist in der Infobox, also schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Squeeze Candy. Das war merkwürdig, ernsthaft. Ernsthaft? Du stehst da drauf, oder was?